dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 9. Spieltag. Der SSV Jahn gewinnt mit 2:1 gegen die Würzburger Kickers. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Cheftrainer und wie gewohnt beginnen wir mit dem Statement des Gästetrainers Herr Trares. Ihr Statement zum Spiel. Ja, Spiel hatte, denke ich, Derby-Charakter. Sehr viele Zweikämpfe, sehr viele gelbe Karten. Ich fand auch ein bisschen vielleicht zu zart geführt. Wir wussten, dass es erstmal ein Abreibungskampf wird, dass Regensburg natürlich eine wahnsinnige körperliche Präsenz hat. Das mussten wir irgendwie überstehen. Wir haben erste Halbzeit leider, ich sag mal, die eine oder andere Chance selbst verursacht. Da hätten wir sicherlich einen Rückstand geraten können. Haben wir aber überstanden und zweite Halbzeit wollten wir dann auch mit Wechseln dann nochmal nachlegen. Dann fand ich auch, wie Baumi gekommen ist, dass wir Vorteile hatten. Wir haben dann auch die hundertprozentige Chance, wo Torwart super hält. Dann natürlich mit der roten Karte wurde das Spiel ja dann schon wieder ein Stück weit einseitig für Regensburg. Dann war es natürlich schwer. Alle haben mir bestätigt, dass es viel zu hart war, dass irgendwie festhalten, der Spieler sich losreißt. Also ich finde dann schade, dass man dann nicht an den Schirm geht und nochmal drüber schaut, dass man es dann einfach so entscheidet. War natürlich für uns bitter, dass wir dann mit 10 Mann bei so einem Derby, bei so einem Kampfspiel mit 10 Mann überstehen mussten. Und ja, ich glaube auch, das 1-0 wäre zu verhindern gewesen, waren wir eigentlich in der Kette gestanden, haben wir so ein bisschen geschlafen hinten und haben das 1-0 zugelassen, haben trotzdem weitergemacht, haben versucht weiterzuarbeiten, leider das zweite bekommen, sonst glaube ich hätten wir heute trotzdem mit dem 1-1 noch einen Punkt hier holen können. Ein Stück weit glücklich wäre das sicherlich gewesen, aber durch unseren Kampf und durch die Investitionen, die wir geführt haben, hätte es natürlich gut getan und ja, unterm Strich wäre es vielleicht dann auch gar nicht unverdient gewesen. Aber somit haben wir jetzt 2-1 verloren und ja, müssen uns wieder auf den nächsten Gegner konzentrieren und nächste Woche geht es weiter. Danke. Die Nachfragen haben wir uns von den Journalistenkollegen wieder eingeholt. Es kommen 2 Fragen von Michael Fürst von den Fränkischen Nachrichten. Die erste zielt auf den Ballbesitz hinaus, quasi warum es diesmal nicht so sehr gelungen ist, stabilen Ballbesitz vor allem in der ersten Halbzeit zu bekommen. Ja, das war uns eigentlich schon vorm Spiel klar. Das liegt natürlich an der Spielweise von Regensburg, die das natürlich auch provozieren möchten, die das sehr gut gemacht haben, haben uns gelockt, haben viele lange Bälle geschlagen. Viel über zweite Bälle dann ins Spiel gekommen. In der Phase, muss ich schon sagen, haben wir viele Möglichkeiten gehabt, auch wann oft die Tür war, oft auf, wo wir hätten rauskombinieren können. Da waren wir ja, ein bisschen zu langsam im Kopf, haben den einen oder anderen Ball verloren, wo wir hätten dann Regensburg auch in der ersten Halbzeit wehtun können. Ja, das hätten wir sicherlich besser machen können. Zweite Halbzeit, wie gesagt, dann mit den Wechseln waren wir besser im Spiel. Dann noch eine Nachfrage von ihm, ob du die Partie jetzt als Rückschritt siehst oder eher wieder positive Dinge gesehen hast, auf die du aufbauen kannst. Das ist so tiefgründig Rückschritt. Oder wir müssen kämpfen, arbeiten, uns Stück für Stück verbessern. Ist, glaube ich, eine normale Sache, dass du, wenn du hinten stehst, dass du dann vielleicht die eine oder andere Entscheidung noch gegen dich bekommst und damit müssen wir leben. Das ist eben so, wir müssen uns den Respekt wieder erarbeiten, dass wir dann vielleicht auch mal eine Entscheidung für uns kriegen. Das waren die Nachfragen, dann gebe ich wieder an die Kollegen weiter. Dankeschön, dann würde ich dich, Mersat, bitten, dein Statement zum Spiel abzugeben. Danke, hallo zusammen erstmal. Ja, kampfbetontes Spiel. Stetig, wir sind aber richtig gut ins Spiel reingekommen. Wir haben sehr früh Druck gemacht, wir haben gut gepresst, wir haben viele Balleroberungen gehabt. Wir haben uns dann auch 2 oder 3 richtig gute Chancen erarbeitet. Leider gehen wir nicht in Führung. Erste Halbzeit wäre, glaube ich, hoch verdient. Und dann zweite Halbzeit haben wir, glaube ich, wir wollten das unbedingt möglichst schnell 1-0 machen, sodass wir ein bisschen unsere Linie verloren haben und zu schnell überspielt haben, zu viele lange Bälle auf Andreas und auf Chaliskana. Aber trotz alledem sind wir stabil geblieben, weil
Der Gegner ist sehr gefährlich, die haben das richtig gut gemacht, die haben Räume eng gemacht, die haben diese zweite Welle sehr schnell in die Spitze gespielt und haben es versucht, möglichst schnell hinter unsere Rücken zu kommen. Und sagen wir, im Grunde gut verteidigt, ein, zwei, drei Mal war es nicht so gut, wo es gefährlich werden könnte. Einmal war es gefährlich und Alex hat das gut entschärft. Ja, und wir sind dran geblieben und ja, irgendwie den 1-0 entzwungen und zweiten sehr schön ausgespielt. Ja, und dann von einem fertigen Spiel oder eine Sache, die nicht mehr passieren kann oder darf, dass wir nochmal einen Ballverlust haben, dass wir einen Foul machen an der Außenlinie und dass wir dann natürlich in 2-0 den Gegentreffer kassieren. Das ist das einzige Manko, was die Mannschaft ein bisschen vorwerfen kann. Aber so wie die gearbeitet haben, so wie die gekämpft haben, so wie die auch fußballerische Elemente im Spiel hatten, das war heute sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu den Nachfragen der Journalisten von Thomas Gottschling. Wie groß ist die Erleichterung, dass es wieder mit einem Sieg geklappt hat? Ja, ein Sieg tut dir immer gut, ob du dreimal vorher verloren hast oder dreimal gewonnen hast. Weil wenn du dreimal gewinnst, der vierte ist noch süßer und noch besser als der dritte. Und wenn du dreimal verlierst und spielst gegen einen Gegner, der letzte Spieltag, erster Sieg hatte und gegen Hannover gewonnen hat und mit Rückenwind natürlich wollten den nächsten Punkt oder drei Punkte holen. Das war gar nicht so einfach, das wussten wir, aber wir haben uns nicht zu viele Gedanken gemacht. Wie ich immer betone, wir schauen von Spiel zu Spiel und heute war es ein Spiel, wo drei Punkte zu gewinnen gab und wir haben es Gott sei Dank auf unserer Seite gezogen, dieses Mal. Bei den letzten drei Spielen waren auch Phasen, wo wir das mit Quentin Glück oder ein bisschen mehr Entschlossenheit auch an unserer Seite ziehen könnten. Wie verzweifelt ist man als Trainer, wenn man mit ansehen muss, dass solch hochkarätige Chancen liegen gelassen werden? Gehört dazu. Es ist nicht schön, aber man kann auch nicht jede hundertprozentige reinmachen. Und es ist in zweiter Bundesliga, in erster Bundesliga, in Champions League und überall das Gleiche. Jeder Trainer muss damit leben. Ich hoffe, dass mein Herz gesund und stark genug ist. Dass es wieder mal nach einem Standard geklingelt hat, dürfte dir nicht gefallen haben. Wenn du Gegentor kriegst, ob das aus einer wunderbaren Aktion oder eine Flanke oder Standards gefällt, mehr nie. Also von daher, und ich will das jetzt nicht zu viel thematisieren. Wir haben das einfach nicht gut gemacht. Und muss man sagen, Flanke war wieder überragend. Der große Mann geht vorne, streichelt und das ist dann für Alex unhaltbar. Aber wir werden das natürlich bei uns beibehalten, besprechen und versuchen zu beseitigen. Was war im Detail heute besser als in den letzten drei Spielen? Vielleicht klingt es langweilig, aber ich muss jetzt nochmal betonen, wir haben dreimal verloren, aber wir waren nicht schlecht. Und heute waren wir konsequent hinten im Verteidigen, haben wir einfach wenig zugelassen und vorne irgendwann den Tor erzwungen, was uns die letzten Spiele nicht geglückt hat. Wir sind dann in Führung gegangen, wir haben es keine schnellen Ausgleich zugelassen, wir haben keine zwei Elfmeter oder direkten Freistoß ins Spiel bekommen und das war besser. Ergebnis ist besser, aber für mich ist das Spiel nicht unbedingt viel besser als die in Paderborn oder gegen Osnabrück oder phasenweise auch in Fürth. Ein Wort noch zu den Einwechselspielern, die für frischen Wind gesorgt haben. Welchen Anteil haben die Joke am heutigen Sieg? Nachfrage von Fabian Leb. Die haben den Job gut gemacht, die sind alle reingekommen, die waren alle fokussiert, wie die alle anderen Spieler, die begonnen haben. Und ist es im Fußball so, ein Spiel gewinnt nie die Elf, die beginnen, sondern es ist viel mehr drin oder dran und sind alle Spieler, die reinkommen oder nicht reinkommen, sind beteiligt. Alle Spieler, die heute nicht im Kader waren, haben auch Anteil an diesem Sieg. Und es freut mich, dass es so ist, weil wir hatten eine schwierige Phase, auch viele komische Verletzungen und so. Jetzt sind wir langsam alle da. Wir sind noch nicht alle fit, nicht gesund und nicht alle fit. Aber genau in dieser Phase ist wichtig, dass jeder, der reingekommen ist, gezeigt hat, er ist da, er ist bereit, er will seinen Anteil unbedingt. Dann noch zwei Nachfragen von Felix Kronawitter. Freut es dich, dass ihr den Kritikern die richtige Antwort gegeben habt? Also ich muss da nochmal sagen, dass es jetzt für mich, also ob es Kritik angebracht ist und so, das bewerten wir intern. Ob es jemand in Facebook was schreibt, ist ganz was anderes. Also dieser Sieg ist nicht für oder gegen Kritiker. Dieser Sieg ist für uns, für unsere Fans und alle, die Jan im Herz tragen. Und das wird auch immer so sein. Und wir sind alle clever genug und wissen ganz genau, mit wem wir zu tun haben in dieser Liga. Und wenn es mal Ergebnisse nicht stimmen, dann ist das nicht gleich so, dass alles nicht stimmt. Von daher
Ich freue mich, dass wir heute gewonnen haben. Bin auch gleichzeitig traurig, dass unsere Fans nicht dabei sein könnten, weil das gibt uns hier einen zusätzlichen Push und Energie. Und ich habe es heute beim Reinkommen in den Stadion fahren, habe ich auch einen Banner gesehen, das mich wirklich beeindruckt hat. Zusammen kämpfen und siegen. Wir werden uns wahnsinnig freuen, wenn das bald wieder geht, dass wir hier Spiele gemeinsam gewinnen und dann gemeinsam die Siege feiern. Weil das hat sich schon in den letzten Jahren hier entwickelt, dass hier in Regensburg nicht angenehm ist zu spielen. Und das liegt nicht nur an uns unten, sondern einen großen Anteil haben die da oben sind. Und das fehlt uns sehr. Warum wurde Albion Vorenici ausgewechselt? Ja, Albion Vorenici hat richtig gutes Spiel gemacht, hat viele gute Aktionen gehabt, auch Torabschlüsse, war richtig gut drauf heute zu spielen. Leider hat er unglückliche gelbe Karte geholt nach einem missglückten Ballmitnahme. Ist in Zweikampf geblieben und dann ist er mit gelbe Karte nach Halbzeit drauf und dran, irgendwie 2, 3, 4 Kleinigkeiten zu machen, die mir nicht gefallen haben, dass man riskiert, dass er zweite gelbe kriegt. Und von daher, wir haben Leute draußen, die das ja machen können und wollte man nicht riskieren, dass vielleicht wegen den Kleinigkeiten nochmal gelb-rot passiert. Und letzte Nachfrage, Magnus Rötzer. Trotz einiger vergebener Chancen hat sich die Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter nach vorne gespielt. Macht das deine Mannschaft aus, dass es sich auch von den 3 Niederlagen zuletzt nicht verunsichern lässt? Was ist die Alternative dafür, wenn du 3-mal verlierst? Also es gibt keine Alternative, als weiter an dich zu glauben, weiterzuarbeiten, ruhig weiterzuarbeiten, weil wir haben in jedem Spiel auch viele gute Sachen gezeigt. Wir wissen, dass wir Stärken haben, dass die Ergebnisse nicht immer stimmen. Es ist auch klar, dass man also Phasen hat, wo es wirklich nicht stimmt. Die ist jetzt vorbei, aber das heißt nicht, dass das Letzte ist in dieser Liga oder in diesem Jahr. Und wir müssen da einfach bei uns bleiben, genauso weiter beharrlich und ruhig arbeiten. Dann sage ich vielen Dank an die beiden Cheftrainer und wünsche den Würzburgern eine gute Heimreise und noch einen schönen Samstag. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.